Für viele ist das Thema sauer und bitter beim Espresso und Kaffee machen, richtig aufeinander einzustellen, ein Riesenproblem und wir bekommen unzählige Fragen rund um das Thema. Und bei mir war es am Anfang auch so, ich fand es immer ultra kompliziert und verwirrend, Mahlgrad, Wassermenge, Kaffeepulvermenge irgendwie auf einen Nenner zu bringen, damit das Ganze rund und lecker schmeckt. Ich wusste nie so richtig, wann wird das sauer, wann wird das bitter, wann muss ich die Wassermenge hoch, wann muss ich die Pulvermenge runternehmen. Deshalb hier die drei Dinge, die mir damals geholfen haben. Los geht's! Bevor es mit dem Video jetzt auch wirklich losgeht, eine kleine Bitte von unserer Seite. Wir investieren jede Woche 2 Arbeitstage darin, euch mit Kaffeewissen und Zubereitungstipps rund um die Kaffeezubereitung zu versorgen. Das hilft euch hoffentlich dabei, das Beste aus euren Bohnen zu holen und uns dabei Spitzenkaffee in die Masse zu bringen. Ein kleiner Gefallen, den ihr uns tun könnt, abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns eure Kommentare unten rein und schickt den Kanal einem Freund, der ebenfalls Lust hat, zu Hause Kaffee zu machen. Das hilft uns unbeschreiblich, dafür sind wir dir tausendfach dankbar. Ein High Five für dich und jetzt geht's auch wirklich los mit dem Video. Also, jetzt machen wir uns auf den Weg, deine Kaffeezubereitung richtig einzustellen und den Weg zu finden zwischen sauer und bitter. Und es wird zu Beginn ein bisschen theoretisch, aber es lohnt sich, also bleib bei mir. Wir starten als allererstes einmal mit einer Kaffeebohne, damit wir hier auch wirklich wissen, was dabei abgeht und wie wir das Ganze nutzen können, damit wir Spitzenkaffee in unsere Tasse zaubern. Also habe ich hier einmal eine Kaffeebohne gezeichnet und was passiert beim Rösten ist eigentlich nichts anderes, als wir stellen ein, wie viel können wir aus der Bohne rauslösen, wie gut lässt sich das rauslösen und hier fürs Verständnis sagen wir für heute mal, dass wir 30% Material aus der Kaffeebohne irgendwie mit Wasser rauskitzeln können. Heißt noch nicht, dass diese 30% auch wirklich top schmecken. Es heißt auch nicht, dass das bei jeder Bohne 30% sind. Aber für die Einfachheit, wenn ich jetzt Wasser hier durch diese Bohne presse und alles Mögliche rausschwemme, was es daraus zu lösen gibt, dann sind wir etwa bei 30% Material. Also wenn ich das Pulver vorher wiege, ich drücke da Wasser dadurch, nach dem Extrahieren trockne ich das Pulver und ich wiege das Pulver wieder, habe ich also 30% Material rausgelöst. Das heißt, etwa 70% von unserer Kaffeebohne sind eigentlich nur toter Zellstoff, den wir nachher hoffentlich in den Garten oder in den Abfalleimer schmeißen. Und entlang der Extraktion lösen wir auch unterschiedliche Stoffe aus unserem Kaffee heraus und deshalb merkst du auch, wenn du einen kleinen Unterschied machst an deinem Rezept, dass es einen großen Einfluss auf die Tassenqualität haben kann. Und deshalb ist auch ein Rezept, wenn wir vom Kaffee machen oder Espresso machen sprechen, so ultra, ultra wichtig. Und für dein Verständnis, wenn wir hier eine dunkel geröstete Kaffeebohne haben, dann hat die per se die Fähigkeit, sehr, sehr einfach Wasser etwas mitzugeben. Also es ist super, super einfach löslich. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein ganz, ganz schwarzes Stück Kohle hast, du tunkst das einmal in Wasser, dann gibt das ziemlich schnell Farbe oder Material an das Wasser ab, hat eine hohe Löslichkeit. Oder aber wenn du einfach ein angekohltes kleines Stück Holz hast, tunkst das in Wasser, dann passiert erstmal nicht viel. Genauso ist es bei Kaffee. Wenn du einen hell gerösteten Kaffee hast, dann löst du da nicht so einfach Dinge raus. Das ist der Grund, wieso dass du da einen viel, viel feineren Mahlgrad benötigst, dass du noch irgendwie was rauslösen kannst. Das ist wichtig für das, was gleich kommt. Und ich zeichne dir einmal eine Grafik auf die linke Seite. Und wir haben hier super, super vereinfacht. Viele Kaffee-Experten würden mir dafür wahrscheinlich den Kopf einschlagen. Ich mache es heute bewusst super einfach, damit du das Prinzip verstehst und dann kann man immer noch später ins Detail gehen. Aber sagen wir, hier haben wir 20 Milliliter, die ich rauslöse, 40 Milliliter und 60 Milliliter. Dann kannst du dir das etwa so vorstellen, dass wir am Anfang, wenn wir ganz wenig aus unserem Kaffeebett rauslösen, dass wir hier vor allem ziemlich schnell und ziemlich einfach
die Säure aus unserem Kaffee schwemmen können. Das heißt, die Säure super, super einfach rauszulösen. Und alles, was Bitterstoffe ist, zum Beispiel Koffein, davon hat es reichlich in unserem Kaffeebett drin. Bitterstoffe, Gerbstoffe, Koffein und so weiter. Das wird einfach kontinuierlich und bis zum Schluss lange, lange ausgelöst. Irgendwann gibt es dann auch eine Abflachung und irgendwann hat es keine Stoffe mehr, die du rauslösen kannst. Aber hier siehst du, sind wir irgendwo im Bereich von Espresso. Da haben wir immer reichlich Material, das wir ausschwemmen können. Und es ist eher schwierig, alles aus dem Espresso rauszulösen, wenn wir hier nur 20, 40 oder 60 Milliliter rauslösen wollen. Bevor ich dir aber jetzt zeigen oder sagen kann, was uns das Ding um Himmels Willen bei der Kaffeezubereitung hilft, muss ich dir einmal eine Kaffeezubereitung zeichnen. Wir nehmen hier für heute einmal die Siebträgerzubereitung. Es ist egal, ob du das für die Mokka-Kanne, für den Filterkaffee oder für Espresso machst. Aber sagen wir haben hier eine Dosierung 18 Gramm. Und wir fangen jetzt an, da Wasser durchzupressen, Wasser durchzulösen und Kaffee zuzubereiten. Was passiert? Hier kommt unser Wasser. Entlang vom Kuchen wird daraus Kaffee. Sprich, wir lösen da Material aus diesem Kaffeekuchen heraus. Und wir stoppen jetzt hier. Du siehst, die Tasse ist nicht mal zu einem Drittel gefüllt. Wir machen irgendwie ein Ristretto. Sagen wir, wir lösen nur 20 Milliliter da raus und stoppen die Extraktion und schauen uns jetzt an, was da passiert ist und wie das schmecken wird. Wir haben 18 Gramm Kaffeepulver und wir haben nur 20 Milliliter rausgedrückt. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenig aus unserem Kaffee rausgelöst. Und wenn wir uns hier schauen, das, was am Anfang super, super einfach zum Lösen ist, ist halt einfach die Säure. Und wenn wir uns das in Zahlen vorstellen, haben wir hier nicht 30% von unserem Kaffee, sondern vielleicht nur 15% rausgelöst. Kurze Klammerbemerkung zum Wasser. Wenn du dir vorstellst, dass Wasser auch eine maximale Sättigung haben kann und das Wasser hat schon viel zu viele Teile darin gelöst, zum Beispiel Kalk, dann kannst du hier bei der Zubereitung alles richtig machen. Das Wasser hat physisch einfach keinen Platz mehr, neues Kaffeematerial aufzunehmen. Ja, dann schmeckt die Tasse immer ziemlich schal und flach und dann wirst du einen riesen Unterschied merken, wenn du auf Wasser wechselst, das halt einfach physisch Platz hat, Material rauszuschwemmen. Das heißt, das Lösungsmittel, super, super wichtig, aber sprengt den Rahmen und hätte Platz für ein eigenes Video. Also zurück zum Thema. Wir haben hier etwa eine Brew Ratio von 1 zu 1, also aus gleich viel Kaffeepulver holen wir gleich viel Wasser raus. Und wenn wir es hier anschauen, dann lösen wir halt allem voran die Säure raus. Und wenn wir das jetzt irgendwo in Richtung bitterere Brühung drücken wollen, dann haben wir jetzt, wie gesagt, drei Möglichkeiten, wie das funktioniert. Sprich gedanklich, was mir damals super geholfen hat, ich habe 15% und ich möchte jetzt irgendwie mehr rauslösen, zum Beispiel 20%. Dann ist die erste Möglichkeit, wie ich das machen kann, ich presse einfach mehr Wasser dadurch. Das heißt, wenn ich relativ gesehen viel mehr Wasser nehme, zum Beispiel 40 oder sogar 60, dann habe ich viel, viel mehr Wasser, ergo auch viel, viel mehr Platz, um etwas rauszulösen in meinem Wasser und dann schwemme ich automatisch nicht mehr 15, sondern eben vielleicht 20% aus meinem Kaffeebett raus. Das ist irgendwie das Gleiche, wie wenn ich den Teebeutel anstatt in eine Tasse in 10 Liter kochendes Wasser geben würde, also Wassermenge erhöhe. Und dann ist eben auch alles, was irgendwie löslich ist, in diesem Teebeutel wird da bei diesen 10 Litern rausgeschwemmt, weil da unendlich viel Platz ist, um da auch wirklich Material aus dem Teebeutel auszuschwemmen. Nummer 2, und das ist ziemlich einfach vorzustellen, gerade wenn man Homebarista ist, man malt das Ding einfach ein bisschen feiner, man vergrößert damit die Oberfläche, gibt dem Wasser mehr Platz, den Kaffee zu erreichen. Und dann kommen wir ebenfalls von 15 eher in Richtung 20. Ich glaube, das ist der logische Punkt. Aber Punkt Nummer 3, da haben viele Mühe. Ich reduziere hier einmal meine Kaffeekuchenmenge. Ich gehe vielleicht von 18 runter auf 17, 16, 15 oder so.
Und jetzt habe ich eigentlich das gleiche Prinzip, wie wenn ich mehr Wasser nehme. Ich habe nämlich weniger Kaffeekuchen. Und jetzt mit der gleichen Wassermenge presse ich da Wasser durch. Und das Ganze hat einfach relativ gesehen Verhältnis Pulver zu Wasser. Mehr Platz daraus zu schwemmen. Und ich vergrößere meine 15% in Richtung 20%. Also mit diesen drei Punkten, feiner malen, Wassermenge erhöhen, Pulvermenge verringern, stoßen wir eigentlich immer mehr aus diesem Kaffeebett raus und erhöhen die Zahl von 15 Richtung 20%. Und das ist auch das, was wir wollen, wenn wir von sauer Richtung bitter gehen wollen. Ein anderes Beispiel oder ein weiteres Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Sagen wir haben jetzt eine 18 Gramm Dosierung wieder bei unserem Siebträger und jetzt drücken wir 60 Milliliter Wasser durch diesen Kaffeekuchen und lösen jetzt in unsere Tasse 60 Milliliter und machen einen ziemlich, ziemlich großen Espresso, also ein bisschen was Lungomäßiges. Was wir jetzt haben, ist eine Brew Ratio von etwa 1:3. Ich kann das nicht kopfrechnen, aber sagen wir 1:3. Und wenn wir uns das jetzt links anschauen, dann extrahieren wir. Wir lassen 20 Milliliter durchlaufen und hätten jetzt einen super sauren Espresso. Wir lassen 40 Milliliter durchlaufen und jetzt sehen wir, es kommt immer mehr Bitterstoffe, wird da rausgeschwemmt. Und bei 60 haben wir halt die Säure auch in der Tasse. Aber wir sehen hier, wir können nicht mehr Säure rauslösen. Das ist alles schon in der Tasse. Aber jetzt kommen die Bitterstoffe und bringen das Ganze in die Balance. Also wenn wir hier stoppen, können wir eigentlich sagen, dass wir das hier, das Blaue, in der Tasse schon drin haben. Aber zusammen mit dem Grünen, mit dem vielen Bitter, das da drin ist, wird es eben wieder rund und harmonisch. Klammerbemerkung, das hört sich super theoretisch an, wenn du das einmal testen willst und schauen willst, wie das Ganze schmeckt und wie du das nachher auch wirklich rausschmecken kannst. Da gibt es eine Übung, das nennen wir Salami-Shot. Das heißt, schnapp dir drei Tassen, nimm die ersten 20 Milliliter, also die ersten 10 Sekunden von einer Extraktion, stell das zur Seite, nimm die zweiten 10 Sekunden, stell das zur Seite und die letzten aufgeteilt in drei Tassen und dann kannst du das Ganze wirklich einmal durchtesten. Was sich da ändert, ist nicht nur sauer und bitter, sondern auch die Stärke. Darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen, aber du wirst da einen riesen Unterschied schmecken und da haben wir dir ein eigenes Video rund um die Salami-Shot-Übung gemacht. Und das Spiel, was wir jetzt hier gemacht haben, von dieser 20 Milliliter auf die 60 Milliliter Brühung, das Spiel können wir jetzt so lange weitertreiben, bis wir alles aus dem Kaffeebett gelöst hätten. Also 30%, je nach Bohne und bla bla bla. Aber das soll ja noch nicht heißen, dass das auch wirklich gut schmeckt. Das heißt, da gibt es so ein bisschen eine Empfehlung, einen Richtwert. Und man sagt da irgendwo zwischen 20% und 23% ist so die Empfehlung, was man rauslösen möchte aus diesem Kaffeebett. Und es gibt da verschiedene Tools und Dinge, wie du das Ganze bei deiner Extraktion messen kannst. Aus meiner Sicht sprengt das den Rahmen der vernünftigen Espresso-Zubereitung. Deshalb mein Fokus immer darauf, wenn du das hier auseinanderhalten kannst, sauer und bitter, dann weißt du immer, wie du verstellen musst und kannst dich immer in die Richtung bewegen, die du gerade verstellen möchtest. Und wie gesagt, mir persönlich, das mit dem Prozent hat mir unglaublich geholfen, als ich damals gestartet habe und als ich nicht wusste, in welche Richtung ich vor allem Dosierung, Wassermenge, Pulvermenge und so weiter verstellen musste. So, wenn dir das ein bisschen was geholfen hat, dann haben wir dir noch ein Video, wie du die Sauer-Bitter-Extraktionsgeschichte noch gezielter an deiner Kaffeezubereitung einstellen kannst. Alles von der Bohne über Röstgrad, Wassertemperatur, bla 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 bla. Einmal in einem kompakten zweiten Whiteboard-Video zusammengefasst und das verlinken wir dir einmal hier.